Sohn in einem Einfamilienhaus gegeben. Dabei kamen die beiden.
ein niemand war. Ich hatte nichts, ich hatte niemanden, doch sie war da. Ich habe bei ihr gewohnt, sie hat sich um mich gekümmert. Doch ich merkte schnell, dass das alles keinen Sinn hat. Ohne Perspektiven, was konnte ich hier schon bieten? Jungs wie ich waren für Mädchen doch nur Parasiten. Ich hatte Angst vor der Pflicht und ich war kein Streuner. Ich zog den ganzen Tag mit Kurbeln vor die Häuser. Wir haben hochgeschnitten, die Wetzen sind geflogen. Jetzt schreibt man sich darum an, dann wetten sich die Burgen. Wir sind im Bett gelandet, wie kann das anders sein? So ist das nun mal, wenn die Frauen einem Mann verzeihen. So ging es jeden Tag weiter, bis zu dem Tag, als sie an die von mir weiter.